Domberg zu Bamberg. Er ist das historische Vermächtnis des Kaisers. Hier hat Heinrich vor fast 1000 Jahren sein Bistum gegründet. Hier stand einmal Heinrichs erste Bischofskirche. Hier liegen die Fundamente seiner Pfalz. Heute beherrscht der Barock die fränkische Bischofsstadt. Sind kaum noch Spuren aus Heinrichs Zeit zu finden. Doch zahlreiche Darstellungen des Kaisers zeigen, dass die Bamberger durch alle Jahrhunderte hindurch ihren Stadtheiligen gewürdigt haben. Hat er ihnen doch nicht nur den Dom, sondern auch andere Kirchen, wie zum Beispiel St. Stephan, hinterlassen. Und so wird Heinrich häufig nicht nur als heiliger Herrscher mit Zepter und Krone dargestellt, zu seinen Attributen gehört meist auch der Bamberger Dom, als dessen Schutzherr er gilt. Unter Heinrich sollte Bamberg ein zweites Rom nördlich der Alpen werden. Auch das einstmals als geistiges Zentrum weithin ausstrahlende Kloster St. Michael geht auf diesen mittelalterlichen Kaiser zurück. Es ist die Aura des Heiligen, die diese Herrschergestalt umgibt. Der historische Heinrich, ein durchaus umstrittener König und Kaiser an der Jahrtausendwende, ist hingegen ein bekannter Unbekannter geblieben. Eine Spurensuche nach der historischen Persönlichkeit führt zuerst nach Bad Abbach nahe Regensburg. Hier soll am 6. Mai 973 Heinrich als Sohn des bayerischen Herzogs geboren worden sein. So steht es zumindest beim bayerischen Geschichtsschreiber Aventin. Heinrichs eigene Chronisten bleiben indes ungenau. Letztlich sind Geburtsort und Jahr ungewiss. Ein echter Bayer ist er jedenfalls nicht. Der Herzogssohn entstammt der Familie der Louis-Dolfinger, dem sächsischen Fürstengeschlecht, das das 10. Jahrhundert im Ostfränkisch-Deutschen Reich geprägt hat. Heinrich I., Stammvater des ottonischen Kaiserhauses, hatte seinen jüngeren Sohn, ebenfalls einen Heinrich, nicht an der Nachfolge beteiligt, sondern mit dem Herzogtum Bayern abgefunden. Seitdem lebte die Familie dieser bayerischen Heinriche in jahrzehntelanger Opposition zu ihren engen Verwandten, den Ottonen. Ein Konflikt, der mit Heinrich dem Zänker, dem Vater unseres Kaisers, eskalierte und Heinrichs ganze Jugend prägen sollte. Als erste historisch verbürgte Lebensstation gilt Hildesheim. An der dortigen Domschule sollte der Knabe zum Geistlichen erzogen werden. Wahrscheinlich war dies nicht nur ein frommer Wunsch der Eltern, sondern vom Kaiserhaus erzwungen. Denn Heinrichs Vater lebte damals in der Verbannung. Er hatte wiederholt versucht, seine Thronansprüche gegen die Ottonen durchzusetzen. Ließ man Heinrich hinter Klostermauern verschwinden, um zu verhindern, dass er in die Fußstapfen seines streitsüchtigen Vaters treten würde? Heinrichs tiefe Frömmigkeit mag hier ihre Wurzeln haben. Die geistliche Erziehung hat den jungen Herzogssohn geprägt. Ihr verdankt er, dass er als einer der gebildetsten Monarchen seiner Zeit gelten kann, der oftmals gar seinen Klerikern überlegen ist. Um 985 darf Heinrich nach Bayern zurückkehren. Sein Vater hatte mittlerweile mit dem Kaiserhaus Frieden geschlossen und war wieder als Herzog eingesetzt. Der Zänker, wie man ihn nannte, war neben aller Streitsucht auch ein überaus frommer Regent. Seinen Sohn übergab er Bischof Wolfgang von Regensburg, dem bedeutendsten Kirchenmann Bayerns zu dieser Zeit. Heinrichs später heilig gesprochener Erzieher stand an der Spitze einer kirchlichen Erneuerungsbewegung, die er, angeregt von den großen Reformklöstern Cluny und Gorze, in den süddeutschen Raum mitgebracht hatte. Zusammen mit dem Herzog kümmerte er sich um Reformen im bayerischen Kirchenwesen.
Das Kloster St. Emmeran zu Regensburg, wo Heinrich erzogen wurde, war das geistige Zentrum bei der Verbreitung der neuen Ideen. Sie zielten darauf ab, das verweltlichte Mönchtum wieder auf ein geistiges Leben und die Klosterregeln des heiligen Benedikt auszurichten. Ob der prominente Schüler je auf dem nach ihm benannten Heinrichsstuhl gesessen hat? Wahrscheinlich hat die Legendenbildung um den späteren Heiligen nachgeholfen. Gewiss ist, hier erhielt der zukünftige Kaiser die wesentlichen Impulse für seine spätere Kirchenpolitik und seinen zuweilen rigiden Reformeifer. Der Zenker macht seinen Sohn früh zum Mitregenten in Bayern. Als der alte Herzog 995 stirbt, folgt ihm der Junge als Herzog Heinrich IV. Nach. Bayern ist damals eines der größten und mächtigsten Herzogtümer des Ostfränkisch-Deutschen Reiches. Heinrich muss in seinem Heimatland recht selbstbewusst und fast königsgleich regiert haben. Den alten Streit um die Vorherrschaft im Reich nimmt er nicht mehr auf. Vielmehr ist er seinem Kaiser Otto III. Ein treuer Gefolgsmann und begleitet ihn bei dessen Heerzügen über die Alpen. Das große Ziel der Bayernherzöge seit Generationen, die Thronfolge, scheint in weite Ferne gerückt. Immerhin ist Otto III. Ein noch jugendlicher Herrscher. Doch dann stirbt der Kaiser plötzlich und unerwartet in Italien mit 21 Jahren, ohne einen Erben hinterlassen zu haben. Heinrich handelt sofort. Mit seinem Gefolge reitet er dem Leichenzug Ottos bis Polling entgegen, beschlagnahmt den Körper des toten Kaisers und erzwingt die Herausgabe der Reichsinsignien. Heinrichs Handeln hat Symbolwert. Seine Zeitgenossen verstehen sofort, hier bewirbt sich ein selbstbewusster Regent um die Nachfolge. Bei einem Ritt durchs Reich versucht Heinrich daraufhin, die Zustimmung der Fürsten und Stämme zu erhalten. Erstmals lässt sich hier so etwas wie der Charakter des künftigen Herrschers erahnen. Denn durch Kaltblütigkeit und geschicktes Taktieren gelingt es ihm, sich durchzusetzen. Unterstützt wird er vom bayerischen Adel. Die Opposition gegen ihn aber ist groß. Mehrere Mitbewerber müssen ausgeschaltet werden. Die mächtige Partei der Ottonen ist nicht auf seiner Seite. Und auch seine wohl damals schon bekannte, schwächliche Konstitution sprach dagegen, ihm die Strapazen der Königsherrschaft zuzumuten. Endlich gelingt es Heinrich, Mainz zu erreichen, wo sich der wichtigste Kirchenfürst des Reiches, Erzbischof Williges, auf seine Seite stellt. Williges Eintreten für den Bayern gibt den Ausschlag, denn er allein darf den König krönen. Am Sonntag, dem 7. Juni 1002, wird Heinrich im Dom zu Mainz gesalbt und zum König erhoben. Nach und nach geben nun seine Mitbewerber auf. Gegen die höchsten kirchlichen Weihen ist jeder Widerstand zwecklos. Warum aber konnte sich gerade der Bayernherzog durchsetzen? Er sei durch Christus selbst gekrönt. So lässt Heinrich später seine Erhebung geradezu programmatisch darstellen. Neben seinem unbedingten Willen zur Macht, so sagt dieses Bild, hat Heinrichs ausgesprochenes Sendungsbewusstsein dabei eine Rolle gespielt. Modern gesagt, Heinrich hatte als einziger Bewerber eine Herrschaftsideologie, die sich in seinem religiösen Reformeifer begründete. Ein Sendungsbewusstsein, das geprägt ist durch die apokalyptischen Endzeitvorstellungen um die Jahrtausendwende. Nirgends kommen diese deutlicher zum Ausdruck als in der Bamberger Apokalypse, die entweder von Heinrich oder von seinem Vorgänger in Auftrag gegeben wurde. Um das Jahr 1000 erwartet die Menschheit das Erscheinen des Antichristen zum letzten Gefecht.
Diese Darstellungen zeigen ein Weltbild, in dem eine klare Ordnung von oben und unten herrscht. Gut und Böse sich in ständigem Kampf miteinander befinden. Das Weltgericht, so glauben Heinrichs Zeitgenossen, ist nicht mehr fern. Die Gebote Gottes haben vor diesem Hintergrund eine besondere Bedeutung. Der König am Ende dieser Zeiten ist der von Gott beauftragte Vollstrecker dieser christlichen Ordnung. Seine Aufgabe ist es, für das Seelenheil seiner Untertanen zu sorgen, sie auf die letzten Tage der Menschheit vorzubereiten. Gerade Heinrich mag diese mittelalterliche Herrschaftsvorstellung als persönlichen Auftrag empfunden haben. Deshalb setzt er ihn mit ungewöhnlicher Rigorosität durch. Von seinen Fürsten erwartet er strikte Unterordnung, Anlass für häufige Konflikte. Doch hatte Heinrich nur eine ideelle Vorstellung seiner Herrschaft oder auch ein praktisches Programm? Zu Beginn seiner Regierung lässt der König diese Bleibulle prägen. Über die Schrift auf der Rückseite ist viel gerätselt worden. Renovatio regni Francorum. Wiedererrichtung des fränkischen Königreiches. Sollte diese Aussage einen Politikwechsel andeuten? Eine Rückverlegung seiner Herrschaft ins fränkisch-deutsche Reich, nachdem es bei seinem Vorgänger um die Wiedererrichtung des römischen Weltreiches gegangen war? Tatsächlich interessiert sich Heinrich, anders als sein Vorgänger Otto III., kaum für hochfliegende Pläne in Italien. Er übt seine Herrschaft hauptsächlich auf dem Boden des späteren Deutschen Reiches aus. Heinrichs Regierungsalltag, das ist ein Leben im Sattel. Der König hat keine Hauptstadt, kein Schloss, kein Regierungszentrum. Wie Nomaden müssen die mittelalterlichen Herrscher umherziehen, um das Reich zusammenzuhalten. Nur wo der König anwesend ist, kann er regieren, Recht sprechen, Entscheidungen treffen. Für einen Monarchen, der zeitlebens gesundheitlich angeschlagen ist, eine besondere Strapaze. Heinrichs Reich ist dünn besiedelt. Es gleicht in nichts unseren Vorstellungen von Kultur und Zivilisation. Des Königs Untertanen, vielleicht gerade einmal 4 Millionen Menschen, leben in weit verstreuten Dörfern in einer kaum kultivierten Landschaft. Einfachste Lebensbedingungen prägen den Alltag der meist unfreien Bauern. Die Welt um 1000 kennt noch keine arbeitsteilige Gesellschaft. Die Menschen stellen alles, was sie zum Leben brauchen, selbst her. Es herrscht eine ausgesprochene Mangelwirtschaft. Nahrung ist knapp, sie reicht kaum für den Eigenbedarf. Und überdies sind die Bauern ihren Grundherren zur Abgabe eines Teils der Ernten verpflichtet. Es ist eine einfache Welt, in der selbst der Adel kaum Luxus und Verschwendung pflegen kann. Auch die Städte in Mitteleuropa entsprechen in nichts heutigen Vorstellungen von urbanem Leben. Ansichten einer frühmittelalterlichen Stadt. Ein Modell des Bistums Hildesheim. Mit gerade einmal 1000 Einwohnern gleicht es eher einem größeren Dorf. Im Reich gab es 100 solcher Kleinstädte, in denen die Handwerker kaum anders hausen als die bäuerliche Bevölkerung vor den Toren der Stadt. Wie gewaltige Gottesburgen müssen den damaligen Menschen die einzigen steinernen Bauwerke, die Kirchen, erschienen sein. Diese sind nicht nur religiöse Stätten und Horte der Bildung, sie sind überdies die einzigen Verwaltungszentren in einer Zeit, die weder Beamtentum noch andere moderne staatliche Strukturen kennt.
Mit einem hell glänzenden Kleid aus Kirchen hätte sich das Reich damals bekleidet, ist bei einem Chronisten nachzulesen. So zahlreich entstehen Kirchenneubauten unter Heinrich II. St. Michael zu Hildesheim vermittelt noch heute einen nahezu originalen Eindruck davon. Auch ein Kreuz des heiligen Bernward, Bischof zu Hildesheim, hat sich aus Heinrichs Zeit erhalten. Seinen Bischöfen fühlt sich Heinrich besonders verbunden. Als Co-Episkopus, als Mitbischof und Kollege hat er sich selbst gern bezeichnet. Und wie kaum ein anderer König hat er das Reich mit und durch den Klerus regiert. Die Bischöfe sind weit mehr als Geistliche. Sie sind Beamte, Minister, Gesandte und Feldherren im Namen Gottes. Und sie sind dem König direkt unterstellt, denn Heinrich kann sie selbst einsetzen. Anders als der Adel verfolgen sie keine familiären und territorialen Interessen. 64 Mal macht Heinrich von seinem Wahlrecht Gebrauch. Meist setzt er gegen die Wünsche der Domkapitel Mitglieder seiner eigenen Hofkapelle durch. Ihm treu ergebene und hochgebildete Gefolgsleute, beseelt vom gleichen Reformeifer wie ihr König. Sinnbildhaft für Heinrichs Klosterpolitik zeigt dieser Abtsstab Moses beim Empfang der göttlichen Gesetzestafeln. Bei den Klöstern führt Heinrich ein besonders strenges Regiment. Ihre Erneuerung ist sein größtes Anliegen. Unwillige Äbte setzt er kurzerhand ab. Ihr Klostergut lässt er einziehen, was ihm auch den Ruf der Habgier einbringt. Ein anderes Bild zeichnet diese Miniatur aus dem 15. Jahrhundert. Sie zeigt Heinrich als Kriegsherrn und einen beispielhaften Konflikt aus seiner frühen Regierungszeit. Sein Gegner, der Markgraf von Schweinfurt, hatte ihn bei der Königswahl unterstützt und Heinrich versprach ihm dafür das Herzogtum Bayern. Doch nach der Thronbesteigung bricht Heinrich sein Versprechen. Der Markgraf reagiert mit offenem Aufstand. Heinrich lässt daraufhin die Burgen des Gegners besetzen. Er bestraft den Gegner hart mit Verbannung und Klosterhaft. Trotz aller Frömmigkeit und Kirchenförderung ist gerade Heinrich II. Als ungewöhnlich streitsüchtiger Herrscher in die Geschichte eingegangen. Kriege führt er fast seine ganze Regierungszeit über, kämpft oft gleichzeitig an mehreren Fronten. Als König soll er eigentlich den Frieden im Reich sichern, so sehen es seine Zeitgenossen. Doch scheint dies häufig Heinrichs weitreichendem Autoritätsverständnis widersprochen zu haben. Seine Erwartung von unbedingtem Gehorsam lässt ihn ständig gewaltsame Auseinandersetzungen mit dem Adel führen. Der am längsten schwelende Konflikt hat seine Vorgeschichte bei Heinrichs Vorgänger Otto III. Und dessen Ostpolitik. Otto hatte sich in seinem Drang, slawische Völker zu missionieren, mit den Herrschern von Polen und Ungarn verbündet. Eine besondere Freundschaft pflegte er mit Bolesław Chrobry, dem polnischen Herzog, wohl einer der huldigenden Könige auf dieser Miniatur. Die Domtore von Gnesen schildern die Christianisierung Polens, dargestellt am Leben des heiligen Adalbert. Bolesław unterstützte den Missionar, um seine eigene Macht auszubauen. Polen war damals Herzogtum und dem Kaiser untergeordnet. Als Adalbert den Märtyrertod erleidet, kommt es an seinem Grab zum denkwürdigen Treffen zwischen Bolesław und Kaiser Otto. Beide schließen neue Bündnisse, deren Auslegung allerdings schon damals unklar war. Hatte der Kaiser dem polnischen Herzog die Königswürde verliehen? Zumindest muss Bolesław diese Verträge zu seinen Gunsten so ausgelegt haben. Unter Heinrich, der Unterordnung erwartet, schlagen die freundschaftlichen Beziehungen deshalb in offene Feindschaft um. Bereits widerwillig muss der selbstbewusste Fürst Heinrichs Lehnshoheit anerkennen.
Doch dann macht er sich eigenmächtig und ohne königliche Zustimmung zum Herzog von Böhmen. Das bedeutet Krieg. Denn eine solche Missachtung seiner Rechte will Heinrich nicht dulden. Verbündete findet Heinrich ausgerechnet bei den slawischen Luitizen. Diese siedeln zwischen den beiden Kriegsgegnern im Osten und sie sind Heiden. Ein christlicher König, der zusammen mit den Anbetern heidnischer Götzenbilder kämpft und das gegen den missionseifrigen Polen, für Heinrichs Zeitgenossen ein unglaublicher Vorgang. O König, so lautet ein Klagebrief, hältst du es denn nicht für eine Sünde, wenn ein Christenhaupt unter der Fahne der Teufel geopfert wird? Heinrich kann den polnischen Herzog aus Böhmen vertreiben. Es kommt 1005 zum Friedensschluss, der jedoch nicht von Dauer ist. Weil er einen Hinterhalt vermutet, fällt Boleslaw quasi präventiv ins Reichsgebiet ein, besetzt die Marken bis zur Elbe. Beinahe jährlich toben nun zermürbende Kämpfe und Verwüstungen im Osten, versucht Heinrich, Boleslaw gewaltsam unter seine Lehnshoheit zu zwingen. Doch letztlich bleibt Heinrichs Ostpolitik erfolglos. 1018 muss er mit Boleslaw Frieden schließen. Dieser kann Polens Unabhängigkeit wahren. Der private Heinrich begegnet uns am ehesten in den Abbildungen, die ihn zusammen mit seiner Gattin Kunigunde zeigen. Wahrscheinlich hat er die Luxemburger Grafentochter ums Jahr 995 geheiratet. Soweit es die Quellen erahnen lassen, muss Heinrich seiner Frau sehr zugetan gewesen sein. So oft erwähnt er Kunigunde in Urkunden als Ratgeberin bei seinen Entscheidungen. Es ist die große Tragödie im Leben dieses machtbewussten Herrschers, dass seine Ehe kinderlos bleibt, was wiederum zur Aura der Heiligkeit beigetragen hat. Am Grab schmücken Legenden bildreich aus, was die Chronisten im Dunkeln lassen. Sie dichten die Kinderlosigkeit zum freiwilligen Keuschheitsgelübde in der Ehe um. Die bekannteste Legende vom Pflugscharenwunder zeigt Kunigunde bei einem Gottesurteil. Der Untreue bezichtigt, beweist die Kaiserin ihre tugendhafte Jungfräulichkeit durch den Gang über glühende Pflugscharen. Dass die Kinderlosigkeit andere Ursachen gehabt haben mag, schimmert bei einer weiteren Legende durch. Der siechende Heinrich wird durch den heiligen Benedikt an einem Steinleiden operiert. Der Lendenlahme, so wurde Heinrich vom Volksmund genannt, und sein Chronist bezeichnete ihn gar als ein Magazin von Krankheiten. Jedenfalls ist die unfreiwillige Kinderlosigkeit Anlass für Heinrichs folgenreichste Gründung, das Bistum Bamberg. Ein Protokoll der Frankfurter Synode von 1007 beschreibt die näheren Umstände. Die Bischöfe von Würzburg und Eichstätt führen Klage gegen des Königs Vorhaben, auf ihrem Territorium ein neues Bistum zu gründen. Welcher Bischof lässt sich schon gern enteignen? Und so wird auf dieser Synode heftig gestritten. Geht es doch nicht nur um einen frommen, sondern auch um einen hochpolitischen Akt. Und um Heinrichs Seelenheil. Seine Bischöfe lässt Heinrich wissen, dass er Christus zu seinem Erben erwählt habe, weil er auf Nachkommen nicht mehr hoffen könne. Doch das Episkopat bleibt reserviert. Heinrichs Kniefall gibt den Ausschlag. Der König demütigt sich vor seinen Bischöfen wie Jesus vor seinen Jüngern. Ein kluger Schachzug in einer Zeit, die sich über symbolische Handlungen verständigt. Denn dieser Geste können sich die Bischöfe nicht widersetzen. Heinrich darf sein Bistum errichten, hatte seine Autorität ein weiteres Mal gegen Reichsgewalten durchgesetzt.
Wie alle fürstlichen Bauherren entwirft auch Heinrich mit der Errichtung Bambergs ein steinernes Programm seiner Ideen. Hier soll nicht nur ein gewaltiges Repräsentationszentrum und die neue Mitte des Reiches entstehen, Bamberg soll ein Abbild der christlichen Ordnung sein. Wie ein zweites Rom auf 7 Hügeln errichtet. Nebenbei dient das neue Bistum aber auch ganz pragmatischen Zwecken. In einem damals noch teilweise von Slawen besiedelten Land war es Missionsstation und östlicher Grenzposten in einem. Die feierliche Weihe erfolgt 1012. Sie wird zu einer großartigen Inszenierung unter Anwesenheit des ganzen Reichsepiskopats. Die aufwendigste Bistumstaufe nördlich der Alpen. Heute sind von Heinrichs Bauten nur mehr Reste erhalten. Doch auf Zeitgenossen muss die Bischofsstadt einen gewaltigen Eindruck gemacht haben. Hier ist die neue Hauptstadt der Welt, die Wiege jeglichen Ruhmes, besingt hymnisch ein begeisterter Abt dieses neue Rom. Das Bistum wird von seinem König nicht nur reich mit Grundherrschaften bedacht, Heinrich selbst kümmert sich auch um die geistige Ausstattung, denn hier sollen seine zukünftigen Reichskleriker ausgebildet werden. Bamberg wurde zur Stadt der Bücher. Heute ist kaum bekannt, dass Heinrich II. Einer der großen mittelalterlichen Mäzene war. Sein Perikopenbuch zählt zu einer der wertvollsten Preziosen damaliger Klosterwerkstätten. Bamberg soll leuchten. Und so rafft Heinrich Kunstgegenstände aus dem ganzen Reich zusammen, um die Schatzkammer des Domes zu füllen. Auch deswegen galt der heilige Kaiser bei weniger gewogenen Zeitgenossen als habgierig. Doch ist Heinrichs Eifer auch verständlich. Es ging um nichts weniger als um sein Seelenheil, das in den Vorstellungen des Mittelalters nur durch dauerhaftes Gedenken an die Verstorbenen gesichert war. Ohne Erben wollte Heinrich dies durch seine Stiftungen gewährleisten. Endgültig und für alle sichtbar in seinem Rang als zweites Rom wird Bamberg bestätigt, als im Jahr 1020 Papst Benedikt über die Alpen reist, um mit dem Kaiser das Osterfest zu feiern. Ein Staatsakt ersten Ranges und eine ganz besondere Erhöhung des neuen Bistums. An dieses Ereignis erinnert noch die unscheinbare Thomaskapelle, heute das einzige erhaltene Bauwerk von Heinrichs Pfalzanlage auf dem Domberg. Der Papst selbst hat sie bei seinem Besuch geweiht. Nur eine Inschrift kündet davon, dass einmal ein Papst in Bamberg weilte. Und Heinrichs berühmter Sternenmantel. Das kostbarste Stück des heutigen Domschatzes gelangte mit der Papstdelegation nach Bamberg. Der ganze Sternenkreis auf einem Mantel. Was für ein Symbol für die allumfassende Herrschaft des Kaisers. O Kaiser Heinrich, du Zierde Europas, dein Reich mehre der ewige König. Ob er ihn je getragen hat, wissen wir nicht. Nur, dass er das Geschenk eines apulischen Fürsten Ismael war, der Heinrichs Hilfe im umkämpften Italien erbat. Doch die Gründung des Bistums provoziert auch. Vor allem Heinrichs eigene Verwandtschaft. Kunigundes Luxemburger Brüder sind unzufrieden, denn bei Bamberg geht es auch um ihr Erbe. Ein jahrelanger Krieg im Inneren des Reiches ist die Folge, bekannt als sogenannte Moselfehde. Einmal mehr ein Beispiel für Heinrichs unbeugsame Härte selbst der eigenen Verwandtschaft gegenüber. Die Bamberger Ländereien waren ursprünglich Kunigundes Hochzeitsgeschenk.
Und so spekulieren die Luxemburger selbst auf den Besitz ihrer kinderlosen Schwester. Doch ihre Proteste bleiben beim König ungehört. Als ein Bruder sich ohne Heinrichs Zustimmung zum Bischof macht, zieht der König gegen Trier und setzt den anderen Bruder, seinen Nachfolger im Herzogtum Bayern, kurzerhand ab. Seit 1007 marschiert Heinrich immer wieder mit seinem Heer in Lothringen ein, besetzt die Bistümer Metz und Trier, letztlich ohne Ergebnis. Mehrere Anläufe zum Friedensschluss scheitern und erst ein Bußgang seiner Schwäger, barfuß und um Gnade bittend, führt 1017 zur Wiedereinsetzung des Luxemburgers in Bayern. Als heiliger Kaiser, nicht als König, ist Heinrich II. In die Geschichte eingegangen. Das Widmungsbild des Perikopenbuches spielt auf seine Krönung 1014 in Rom an. Eilig hat es Heinrich nicht gehabt, mit der Reichskrone auch den universalsten Titel der Christenheit zu erwerben. Durchaus rätselhaft für einen Herrscher, der sein ganzes Handeln in den Dienst einer höheren Ordnung stellte. Lag es daran, dass ihm das mit dem Kaisertum verbundene Schicksal Italiens recht fern lag? Dass sein Interesse hauptsächlich dem Zentrum des Reiches galt? Als Kaiser ist Heinrich Schutzherr der Christenheit, was sich nicht nur in Bamberg manifestiert. Merseburg ist ein weiterer Ort der Heinrichs Verehrung, auch wenn diese durch die Reformation gelitten hat. Am und im Dom ist Heinrich als Stifter dennoch überall präsent. Er hatte das aufgehobene Bistum bereits 1004 wiedererrichtet und gilt seitdem als eigentlicher Gründer. Viel öfter als in Bamberg, nämlich 28 Mal weilte er hier, Indiz nicht nur für eine persönliche Vorliebe. Im unruhigen Osten war Heinrichs Präsenz einfach öfter gefragt. Hier konnte er auch seinen größten Triumph über seinen Gegner Boleslav Hrabry feiern, der ihm 1013 in Merseburg huldigen musste. Als besonderer Schutzherr ist er hier mit dem Merseburger Dom verewigt, neben seinem Lieblingsheiligen Laurentius, demjenigen Heiligen, der ihm in der Legende vom Totengericht helfend beisprang. Im Aachener Dom zeigt ein erst kürzlich freigelegtes Fresko Heinrich und Kunigunde als Schutzpatrone eben dieses Domes, neben Karl dem Großen. Auch hier ist Heinrich einmal mehr als Stifter und Mäzen aufgetreten. Der Aachener Ambo ist eines der über ganz Mitteleuropa verstreuten Zeugnisse, die auf den heiligen Kaiser zurückgehen. Kurioserweise zieren antike Götterbilder die christliche Kanzel, über die eine recht bezeichnende Anekdote erzählt wird. Heinrich hatte bei seiner Bewerbung um den Thron nicht nur die Leiche seines Vorgängers, sondern auch dessen Familienschatz beschlagnahmt. Dieser enthielt zahlreiche byzantinische Kunstwerke. Doch irgendwann reute den Kaiser der unrechtmäßige Besitz und er ließ die Götzenbilder gleichsam als Buße in die goldene Kanzel einarbeiten. Einmal mehr eine Anekdote, die ein zwiespältiges Charakterbild des frommen Kaisers zeichnet. Eine andere führt seine derben Seiten vor. Auf einem Hoftag erfreute sich der Kaiser an einem besonders grausamen Spektakel. Zur Belustigung aller hatte man einen Mann mit Honig bestreichen lassen und ihn dann einem Bären zum Ablecken vorgeworfen. Auch Heinrich weidete sich an der Todesangst des Mannes und gab erst den Befehl zum Abbruch, als ihm ein Mönch ernsthafte Vorhaltungen machte. Das Basler Antependium zeigt eine Selbstdarstellung Heinrichs, so wie er von der Nachwelt gesehen werden wollte. Demütig zu Füßen Christus, zusammen mit seiner Gattin Kunigunde.
Bei wenigen Herrschern des Mittelalters fällt es so schwer, sich ein historisches Urteil über die Persönlichkeit zu bilden, wie bei diesem Heiligen. War er der fromme König schlechthin? Ein gerissener Machtpolitiker? Oder doch nur ein eifernder Reformer? In seiner Pfalzkrone stirbt der Kaiser 1024, recht unerwartet und ohne sich um eine Nachfolge gekümmert zu haben. Er wird kurz darauf nach Bamberg überführt, wo er heute noch begraben liegt. Seine Heiligsprechung erfolgt 1146. Begründet nicht nur durch seine Kirchenstiftungen, sondern auch durch seine angeblich keusche Ehe. Diese Erhebung ist nicht nur ein Akt andächtiger Bewunderung, denn ein heiliger Kaiser belebt die Wallfahrt und sorgt für Einkünfte in der Bischofsstadt. Die Legenden, die man sich von diesem Kaiser zu erzählen beginnt, stellen nicht unbedingt die klassischen Tugenden eines Heiligen in den Vordergrund. Am bekanntesten ist bezeichnenderweise die Geschichte vom Seelengericht, in der Heinrichs gute Taten nur sehr knapp seine Sünden überwiegen. Als Motiv der Kunstgeschichte ist sie heute über ganz Europa verbreitet und sogar in Gotland zu finden. Und so ist der heilige Kaiser schließlich zum Sinnbild geworden für die Sündhaftigkeit, die aller Herrschaft innewohnen mag. In seinem Bistum Bamberg wird sein Kult über alle Jahrhunderte weiter gepflegt. Die Andachtsbilder zeigen ihn als den frommen Herrscher schlechthin und lassen vergessen, dass Heinrich in seiner Zeit nicht unumstritten war, dass er gerade durch seinen übersteigerten Reformwillen provozierte und durch sein Pochen auf bedingungslose Unterordnung. Die Geschichtsschreibung entdeckt den heiligen Kaiser erst recht spät. Eine erste Biografie erscheint 1906 in Bamberg. Doch auch sie schildert vor allem ein idealisiertes Heiligenleben. Das 19. Jahrhundert hat es nicht gut mit Heinrich gemeint. Ein Beispiel finden wir in der Goslarer Kaiserpfalz. Auch diese ist eigentlich ein Heinrichsort, denn der Kaiser ließ hier eine Pfalz errichten, die die Nachfolger erweiterten. Die Preußen haben sie gar zum Nationaldenkmal umgebaut. Anschaulicher als jedes Geschichtsbuch schildern diese Gemälde die Historie des Deutschen Reiches, so wie die Hohenzollern sie verstanden wissen wollten. Barbarossa und Karl der Große und all die bedeutenden Ahnen deutscher Geschichte versammelt der Hohenzollern-Kaiser um sich. Nach Heinrich II. Müssen wir unter all den martialischen Herrschergestalten suchen. In einer Ecke empfängt er die Kaiserkrone und er zeigt uns als einziger nicht sein Gesicht. Den Historikern des 19. Jahrhunderts ist er nicht sympathisch. Ihm fehlt das Genialische, genauso wie säbelrasselndes Draufgängertum. Populär hingegen ist er als Heiliger, so wie er auf der sogenannten Bamberger Uhr dargestellt ist. Als frommer Mann, Stifter und Schutzherr des Bamberger Domes, hier zusammen mit Kunigunde. Der historische Heinrich ist dahinter verblasst. Seine Erfolge galten in der Geschichtsschreibung als eher bescheiden, denn weder hatte er die Grenzen des Reiches erweitert, noch bedeutende Schlachten geschlagen. Für ausgreifende Nationalstaatsideen hat sich gerade dieser Kaiser nie missbrauchen lassen. Und so ist Heinrich bis heute vor allem als Kirchengründer, weniger denn als bedeutender Herrscher im Bewusstsein geblieben. Was sicherlich auch in seinem Sinne ist. Wenn heute noch alljährlich am Sonntag nach seinem Todestag die Bamberger zur Heinrichsprozession zusammenströmen, erfüllen sie, wofür Heinrich sein Bistum einstmals errichtete. Sie gedenken seiner über den Tod hinaus, haben ihm damit zumindest ein wenig zum ewigen Leben verholfen. Musik.
Kein Herrscher der deutschen Geschichte hat es geschafft, so augenfällig bis heute für sein ewiges Gedächtnis zu sorgen. Doch trotz aller vermeintlichen Nähe ist er uns fern geblieben. Vielleicht ist es Heinrichs größter Erfolg, dass die Menschen nach über 1000 Jahren immer noch für ihn beten.